Ich habe als Kind Sätze gehört, die gibt es heute nicht mehr. Die sind im Grunde ausgestorben. Ich kann mich erinnern, wir sind früher mit der Familie samstags zum Einkauf gefahren. So, und dann waren wir da auf dem Parkplatz und dann wurde nicht groß diskutiert. Die Kinder wurden auch nicht zu irgendwelchen Entscheidungen genötigt. Da wurde nicht gesagt, ja, wer möchte denn jetzt mal den Einkaufswagen holen? Was wollt ihr denn für Nudeln? Wollt ihr was Süßes? Nee, da wurde gesagt, so, wir gehen einkaufen, ihr bleibt im Auto. Das war ein ganz normaler Satz früher. Wir gehen einkaufen, ihr bleibt im Auto. Und da wussten wir Bescheid. Ja, da hat die Mutter noch eine Packung Moscherina hingeworfen. Der Vater hat seine letzte Zigarette im Auto ausgedrückt. Und dann Fenster hoch, Wiedersehen. So war das damals. Und? Hat es uns geschadet?